Ich denke, jeder von euch kennt die Situation, dass man einfach auf Tryhards stößt und die einen einfach komplett auseinandernehmen. Dazu muss bemerkt sein, dass mittlerweile in den letzten 3 Seasons nur Tryhards gefühlt nur noch rumlaufen und dass es auch ziemlich schwer ist für mich als YouTuber ein ordentliches Gameplay aufzunehmen, weil ich bin jetzt auch nicht der allerbeste Spieler und ich meine, die Lobbys bestehen mittlerweile wirklich aus 80% nur kompletten Schwitzern und deswegen habe ich mir überlegt, habe ich mal ein paar Tipps und Tricks rausgesucht für euch, wie ihr wirklich trotzdem, obwohl ihr jetzt nicht der beste Spieler seid, ganz gut noch gegen Tryhards klarkommen könnt. Dazu muss natürlich auch noch gesagt sein, dass wenn ihr jetzt ein kompletter Noob seid und noch nicht mal 90s ziehen könnt, dass es da wirklich ziemlich schwer ist, gegen Tryhards zu gewinnen, bis fast unmöglich. Und da helfen dir auch fast eigentlich nicht die Tipps, die ich euch heute zeige. Aber ich sag mal so, wenn ihr nicht die größten Noobs seid und schon ein bisschen was drauf habt, dann können euch auf jeden Fall diese Tipps heute helfen, um auch relativ gut gegen Schwitzer mal klarzukommen. Wie immer könnt ihr jetzt gerne auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr nie wieder Tipps und Tricks rund um Fortnite verpassen möchtet. Und damit würde ich auch schon sagen, starten wir schon mal direkt mit dem ersten Tipp, den ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann. Dieser klingt eigentlich relativ banal, ist aber eigentlich super wichtig, wenn man sich so anschaut. Ihr solltet nämlich ruhig bleiben. Ich denke, euch geht es genauso wie mir und zwar merke ich sofort, ob das ein Schwitzer ist oder nicht in Fortnite. Einfach aus dem Grund, wenn er krass W-keyt oder so, dann kann man daran eigentlich schon relativ gut erkennen, dass er wirklich am Schwitzen ist. Und die meisten von euch setzen sich unglaublich unter Druck und bekommen richtig Schiss, so gefühlt. Ihr solltet halt einfach nur ruhig bleiben. Ich meine, vor allem im Solo habt ihr wirklich gar nichts zu verlieren. Was verliert ihr schon, wenn ihr einmal stirbt? Genau gar nichts, so gefühlt. Und ich meine, ihr lernt eigentlich durch jeden Tod immer neue Sachen dazu und könnt euch somit auch verbessern. Das heißt, ihr solltet ein wenig eure Ansicht ändern. Ihr solltet euch nämlich nicht mehr über einen Tod ärgern, sondern ihr solltet eigentlich froh sein, dass ihr gestorben seid. Klingt komisch, aber es rentiert sich. Denn durch jeden einzelnen Tod lernst du neue Sachen und kannst diese Fehler, die du begangen hast, weil du begehst irgendwelche Fehler, wenn du natürlich stirbst, dann kannst du die einfach verbessern. Stellt euch vor, ihr stirbt nie und gewinnt nur Runden. Dann wisst ihr nie richtig, was ihr falsch macht und könnt euch somit auch nicht verbessern. Das heißt, ihr bleibt immer auf einem Standpunkt. Wenn ihr allerdings dann genau wisst, was ihr genau falsch gemacht habt und was nicht, dann könnt ihr zum Beispiel in den Kreativmodus-Map reingehen und da genau die Sachen practicen. Und das ist wirklich der Punkt, weshalb auch viele auf einem Stand stehen bleiben. Ich meine, es gibt Season 3 Spieler, die genauso spielen wie vor 5 Seasons. Und ich meine, das ist halt auch eben der Grund, weshalb diese auch nicht besser werden. Und wenn ihr so eine Ansicht habt, dann habt ihr auch gar keinen Druck mehr, wenn zum Beispiel ein Schwitzer auf euch zukommt. Ihr solltet nur genau dann auch aufpassen, was ihr in dem Moment falsch macht. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr stirbt und nichts dazugelernt habt. Wenn ihr merkt, euch W-keyt einer so krass, also er versucht immer in deine Box zu kommen, versucht die Wände zu replacen und pusht dich einfach ziemlich aggressiv, dann solltest du genau auf dich achten, was du in dem Moment falsch machst oder was du das nächste Mal ändern könntest. Und das Ganze setzt du dann um und wirst somit auf jeden Fall in der Zukunft auch auf lange Hinsicht richtig viel besser. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. Und zwar, wenn du einen Gegner siehst, solltest du nur erstmal darauf aus sein, den Gegner als allererstes zu hitten. Und du solltest auf alle Fälle darauf aufpassen, dass der Gegner dich nicht als erstes hittet. Weil es wird einem kaum gesagt, aber der Trick bei den Profispielern ist es halt einfach, dass sie versuchen immer den ersten Hit zu landen. Das heißt, den Gegner als allererstes abzuschießen, bevor sie halt eben der Gegner abschießt. Und das ist nämlich auch der Grund, weshalb so viele Profispieler eigentlich richtig gut am W-Keyen sind. Weil das hat nämlich riesengroße Vorteile, wenn man den Gegner als erstes abschießt. Der größte Vorteil ist es halt eben, dass der Gegner nur noch damit beschäftigt sein wird, sich zu healen. Weil das ist halt eigentlich so ein Instinkt, wenn du zum Beispiel auch abgeschossen wirst, also irgendwie einen Hit bekommst, dann denkst du jetzt in dem Moment nicht mehr, ja, ich muss den Gegner töten, sondern du denkst erstmal nur noch daran, ja, wie bekomme ich mein Mini oder mein Medikit oder so durch. Genauso natürlich auch andersrum, wenn du den Gegner hittest, dann ist der Gegner nicht mehr beschäftigt damit irgendwie dich zu hitten, sondern er ist damit beschäftigt, sich einzubauen und versuchen zum Beispiel sein Medkit oder zum Beispiel seine Bandagen durchzubekommen. Und du hast im Kopf nicht mich zu healen, weil ich habe ja keinen Hit bekommen, sondern du denkst daran einfach nur noch den Gegner zu pushen und zu töten. Und so bekommst du eigentlich gleich ein anderes Selbstbewusstsein auch, weil du denkst dir dann, ja, ich habe den Gegner schon mal gehittet, dann kann er eigentlich kein Profispieler sein und es besteht auf jeden Fall die Chance, dass ich gute Chancen gegen den Gegner habe und du pusht ihn dann halt einfach. Und das ist wirklich gut, weil das Ganze geht natürlich auch auf die Psyche vom Gegner. Wenn der Gegner dann weiß, ja, du bist nicht der Schlechteste, beziehungsweise du hast wirklich was drauf, weil du den Gegner schon das erste Mal gehittet hast, dann hat er sozusagen Respekt vor dir oder vielleicht auch Angst und das kannst du dir auf jeden Fall zunutze machen. Er fühlt sich nämlich dann unterlegen und ich sag euch so, die Psyche macht richtig viel auch im 1v1 aus. Und ein anderer Vorteil ist es natürlich, dass der Gegner einfach weniger Leben hat, wenn du ihn schon mal gehittet hast und ja, du logischerweise dann auch eine höhere Chance hast, ihn letztendlich auch ganz zu töten. Ich meine, es ist einfacher zum Beispiel den Gegner zu töten, wenn er nur 100 HP hat, als wenn er zum Beispiel 200 HP hat. Ich denke, das ist ganz logisch so. Naja, falls diese Tipps dir schon ein wenig geholfen haben, dann trage doch das nächste Mal in Fortnite meinen Creator-Code Telmatic ein. Das würde mich unfassbar freuen. Du kannst mir dann sogar auf Instagram, dort heiße ich telmatic.official, ein Foto von meinem Creator-Code schicken, wie du ihn
eingetragen hast oder wie du möglicherweise damit was kaufst. Und ich packe dich dann wirklich mit Verlinkung zu 100% in meine Instagram-Story. Nun wünsche ich dir aber schon ganz viel Spaß mit dem dritten Trick. Der dritte Tipp handelt eigentlich davon, was du üben solltest oder worin du wirklich gut sein solltest, um letztendlich auch gegen Tryhards zu gewinnen. Ihr müsst vielleicht auch gar nicht der schnellste Editor sein oder ihr müsst auch gar nicht die besten 90s ziehen können, sondern ihr solltet eigentlich nur richtig gut im Boxfighten sein. Zum Boxfighten habe ich sogar vor kurzem schon ein extra Video hochgeladen, wie ihr wirklich jedes 1 vs 1 in Fortnite gewinnen könnt. Das kann ich dir gerne hier oben verlinken, dort habe ich dir wirklich ziemlich gute Boxfight-Strategien gezeigt, wie du auch, ich sag mal, als nicht allzu guter Spieler gegen Tryhards locker gewinnen kannst. Naja, es gibt wirklich einige Boxfight-Tricks, womit du besser wirst und womit du dann auch wirklich eine Chance hast, gegen solche Schwitzer, ich sag mal, zu gewinnen oder, ich sag mal, ansatzweise anzukommen. Ihr müsst euch vorstellen, seit einigen Seasons ist es halt einfach die Meta nur noch Boxfights zu bestreiten und das ist halt eben so ein Problem. Einige mögen es nicht. Ich persönlich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn sich alle gleich einbauen. Ist aber meine eigene Meinung. Schreibt mal gerne eure Meinung runter in die Kommentare. Wie findet ihr die Meta, dass man sich immer nur einbaut, eintürtelt und was weiß ich? Ich finde es ein bisschen langweilig. Ich fand zu Season 3, Season 4, wo das ganze Turtle noch nicht stattfand, einfach viel nicer. Aber das ist halt auch nur meine eigene Meinung. Und ich meine, es ist auch ziemlich schwer, so eine Meta wieder umzuändern. Ich meine, Epic Games hat das Ganze versucht, dass man mit diesen Spray-Waffen, wie zum Beispiel P90 oder sowas, das Ganze umgehen kann. Das hat auch meiner Meinung nach eigentlich recht gut funktioniert. Nur dann war es unfassbar nervig, dass man überall abgesprayt worden ist. Also es ist ziemlich schwer, da so ein ausgewogenes Maß zu finden. Aber naja, da kann man auch nichts dran ändern. Letztendlich muss man sich dann als Spieler dran anpassen. Und um wirklich im Boxfighten besser zu werden, gibt es so ein paar Sachen, die ihr wirklich anschauen könnt. Zum ersten sind das mal meine Videos, weil ich bringe euch ziemlich oft mal so Tipps und Tricks rund ums Boxfighten, Highground Retakes oder was weiß ich. Wenn ihr schon ein bisschen besser seid, könnt ihr natürlich auch Profispielern zugucken, weil diese sind auch relativ häufig in Boxfights natürlich verwickelt, weil ich meine Turniere oder so, da ist das Ganze nochmal krasser als im Solo Public. Ich denke, da könnt ihr euch auch die ein oder andere Strategie mal abschauen, weil die Profispieler gehen natürlich auch immer den aktuellen Meta nach und somit könnt ihr natürlich auch was von den Profispielern lernen. Ich denke, das ist ganz klar. Nur oftmals bemerkt man halt gar nicht die Tricks, die Profispieler anwenden. Das ist das große Problem, weil sie halt eben ziemlich schnell spielen und da kriegt dann man das meistens dann gar nicht mit. Das ist halt das einzige Problem, was ich so daran sehe, Profispielern zuzuschauen. Deswegen schaue ich mir auch oft Profispieler an und dann suche ich mir die Tricks raus, um sie euch zu präsentieren und das Ganze auch langsamer und ich sag mal ausführlicher. Die dritte Sache ist einfach mal auf meinen Discord-Server zu gehen. Wir sind über 2000 Mitglieder mittlerweile. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung und dort kannst du auch Mitglieder finden, die auch zum Beispiel mit dir spielen möchten oder mit denen du dann auch Boxfights machen könntest oder sowas. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Das lohnt sich und somit kannst du dir natürlich auch ein paar Freunde suchen, die mit dir dann Boxfights durchziehen. Der vierte Trick ist auch wirklich super hilfreich. Wenn nämlich Schwitzer bemerken, dass du jetzt nicht der beste Spieler bist, weil du zum Beispiel ein bisschen langsam baust oder jetzt zum Beispiel einfach gefühlt wie ein Bot rumläufst oder so, dann werden sie nämlich oft übermütig. Und somit spielen sie auch relativ riskant, weil sie denken, ja, sie kriegen dich locker und spielen halt riskant, machen riskante Edits oder so. Und genau das solltest du ausnutzen. Ich war schon so oft in so einer Situation, da dachte ich, ich habe doch gar keine Chance gegen diesen Gegner, weil der einfach so krass editiert und so krass baut und einfach so ein gutes Aim hat. Aber letztendlich habe ich ihn doch noch geholt und ich verrate dir genau wie. Mir ist wirklich aufgefallen, dass gefühlt 99% der W-Key-Spieler eine ganz bestimmte Strategie anwenden und das ist die Mongral-Strategie. Um diese auszuüben, versuchen die Gegner, wenn du zum Beispiel in der Box bist, erstmal eine Wand zu replacen, diese dann aufzueditieren, in deine Box eine Treppe reinplacen und dann die Treppe so eine Hälfte aufzueditieren und dich somit abzuschießen. Das ist wirklich in den allermeisten Situationen der Fall. Und wenn du das weißt, weißt du natürlich auch, was der Gegner in deinem nächsten 1 vs 1 zum Beispiel höchstwahrscheinlich machen wird und du kannst somit schon mal direkt auf deinen Gegner aimen. Du solltest also die riskante Spielweise von deinem Gegner ausnutzen und kannst diese dir somit zum Vorteil machen und das habe ich wirklich schon bei richtig schlechten Spielern gesehen, dass sie wirklich ziemlich gute Spieler auch gekillt haben, einfach weil die ziemlich guten Spieler sie riskant gepusht haben, zum Beispiel versucht haben einzutürteln und dann mit Fallen irgendwie zu töten. Fallen gibt es jetzt nicht mehr, aber war in den Seasons davor so und das ging dann oftmals auch in die Hose, weil dann die schlechten Spieler schon gefühlt wussten, was die guten machen und konnten die guten somit auch ziemlich einfach töten. Das solltest du mal wirklich das nächste Mal probieren. Ich denke, du wirst damit auch den einen oder anderen Schwitzer mal töten. Und damit will ich auch schon sagen, kommen wir schon mal direkt zum nächsten Tipp. Dieser Tipp bezieht sich auf die Situation, dass du ziemlich low bist und du halt eben von einem richtig guten Schwitzer gepusht wirst. Allerdings sollte die Situation so aussehen, dass sich in der Nähe vielleicht auch noch Gegner befinden. Zum Beispiel bist du in einer großen Stadt oder so. Weil wenn du ganz allein mit dem Gegner bist, hast du dann nämlich relativ wenig Chancen, wenn du jetzt nicht 200 HP hast, sondern halt eher ein bisschen lower bist. Was du dann machst, ist, sich wirklich einzutörteln und du solltest halt versuchen, wie es nur geht, die Wände zu behalten, sodass der Gegner die Wände nicht replaced und sonst hast du relativ wenig Chancen. Das ist eine relativ defensive Spielweise. Ich sag euch ja immer, dass ihr im Solo ziemlich aggressiv spielen solltet
um halt in möglichst vielen Situationen verwickelt zu sein, damit ihr halt einfach schneller was lernt so. Aber im Arena ist es halt eine andere Sache, weil ihr dort natürlich auch immer Gebühren zahlen müsst. Ich glaube, so eine bestimmte Punkteanzahl müsst ihr dann immer Gebühren zahlen. Und diese solltet ihr halt eben zum Beispiel durch Platzierungen oder Kills reinbekommen, damit ihr halt nicht Minus ausgeht so. Und deswegen solltet ihr im Arena-Modus ziemlich passiv spielen, auch wenn euch zum Beispiel Tryhards angreifen, dann solltet ihr einfach hoffen, dass irgendwelche anderen Gegner noch auf euch aufmerksam werden durch Schüsse oder sowas und diese dann versuchen erstmal den Tryhard von dir irgendwie zu töten, weil der zum Beispiel irgendwie dann draußen an deiner Box rumsteht und die versuchen den zum Beispiel zu snipen oder töten ihn sogar und dann hast du schon mal ein bisschen mehr Zeit, dich wieder zu healen oder was weiß ich. Das heißt, der letzte Trick für heute ist gewesen, einfach auf Hilfe so gefühlt hoffen. Klingt bisschen doof, aber das habe ich auch schon oft ausprobiert und es hat auch wirklich oft geklappt. Habe ich dir mit diesem Video ein wenig weitergeholfen? Falls ja, abonniere jetzt diesen Kanal, aktiviere die Glocke und kommentiere dann mit Hashtag Glocke aktiv und möglicherweise grüße ich dich dann am Ende meiner nächsten Videos. Mein Creator-Code Helmetic kannst du natürlich auch gerne auf Ehrenbruder-Basis eintragen und damit würde ich auch schon sagen, ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, hau da rein, lass es sein und in dem Sinne sage ich mal, ciao, peace. Yeah,